liebe Schwestern und Brüder. Nicht weit vom Festland entfernt liegt vor der chinesischen Küste die Insel Shangshuan. Dort starb Frank Xaver am 3. Dezember 1552, heute vor 468 Jahren. Wie kam er dahin? Der König von Portugal hatte den Papst um zwei Missionare für Indien gebeten. Und dieser verwies den Gesandten des Königs an Ignatius von Loyola, der gerade dabei war, in Rom aus dem Kreis seiner Gefährten die Gesellschaft Jesu, den Jesuitenorden, zu gründen. Ignatius wählte zwei seiner Mitbrüder aus. Diese sollten mit dem königlichen Gesandten nach Portugal und von da mit dem Schiff nach Indien reisen. Aber einer der beiden ausgewählten Patres wurde krank, sodass der Arzt ihm die Reise verbot, und so suchte Ignatius einen anderen, und seine Wahl fiel auf Frank Xaver. Als Ignatius ihn fragte, ob er bereit sei, antwortete er ohne lange Bedenkzeit: Da hast du mich, ich bin bereit. Innerhalb ganz weniger Tage begann die Reise nach Lissabon und dann nach Indien, und es war dann eine Reise ohne Rückkehr nach Europa. Am 7. April 1542, an seinem Geburtstag, fuhr das Schiff in Portugal ab. Nach einem Monat, dem 6. Mai, erreichten sie Goa in Indien. Und Frank Xaver begann direkt, wie wir es im Evangelium gehört haben, mit der Verkündigung des Evangeliums und entfaltete ein segensreiches Wirken. Drei Jahre später brach er dort auf, segelte nach Malakka und von dort auf die Molukken. Vier Jahre später lernte er einen Japaner kennen. Und er beschließt, selber nach Japan zu reisen, um auch in Japan das Evangelium, die frohe Botschaft Jesu Christi, zu verkünden. Denn dorthin hatte bis dahin noch kein Missionar den Fuß gesetzt. Und nachdem er dann in Indien und später in Japan missioniert hatte, setzte er sich ein neues Ziel, China. Auch da war noch kein Missionar gewesen. Aber das Land durfte man eigentlich nicht betreten. Wer es ohne Erlaubnis betrat, wurde schwer bestraft. Und trotzdem versuchte Frank Xaver mit Hilfe von Schmugglern von der Insel Shangshuan aus ins Reich der Mitte zu gelangen. Allerdings kam er nicht mehr so weit, denn er erkrankte und starb auf dieser Insel vor den Toren Chinas, allein von einem Matrosen betreut. Wenn wir sein Leben betrachten und sein Missionswirken, können wir sicher mit Fug und Recht sagen, dass er nach dem Apostel Paulus einer der größten Missionare der Christenheit war, weil er sich aufmachte, wirklich bis an die Enden der Erde, um die frohe Botschaft zu verkünden. Und er wusste, dass die christliche Botschaft nur vermittelt werden kann, wenn sie in einer Sprache der Menschen vermittelt wird, wenn sie die Mentalität und die Sehnsüchte der Menschen kennt, wenn sie nicht von oben kommt, sondern wenn der Glaube zu den Menschen gebracht wird mit Vernunftgründen und durch ein beispielhaftes Leben, muss ein Missionar überzeugen. Und so litt Frank Xaver ungeheuer darunter, dass oft das größte Hindernis und der größte Ballast für seine Mission die eigenen Mitchristen waren. Zum Teil die, die als Christen kamen, um Geschäfte in Indien und Japan zu machen. Und die manchmal auch ausbeuteten. Auch die neu gewonnenen Christen, also ihre eigenen Schwestern und Brüder. Ich denke, dass auch heute noch das größte Hindernis für eine missionarische Pastoral und eine Evangelisierung in unserer Zeit die Unglaubwürdigkeit der Boten ist.
Wenn ich einem, der die frohe Botschaft verkündet, nicht selber abnehme, wenn er nicht selber in Wort und Tat das lebt, was er verkündet, dann kann es keine Frucht bringen, sein ganzes Bemühen um die Verkündigung des Evangeliums. Auch wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, aufgefordert sind, den Glauben weiterzugeben, dann kann das nur in einer ähnlichen Gesinnung wie bei Frank Xaver geschehen. Aus voller Überzeugung, das, was ich glaube und lebe, zu verkünden in Wort und Tat. Dazu lädt uns der heutige Gedenktag in besonderer Weise aus. Nicht in Indien, nicht in Japan oder China, sondern seien wir glaubhafte und authentische Zeugen hier, wo wir jetzt leben und sind.